Ja, wir hatten gedacht, um 19.30 Uhr kann man Ihnen schon so einen kleinen Song zumuten, der sollte Sie ein bisschen aufmuntern und Sie werden gleich vielleicht erkennen, was es damit auf sich hat. Die Beschäftigung mit komplizierten Wirtschafts- und Steuerfragen gilt unter Programmverantwortlichen als Quotengift in höchster Dosis. Zumal, wenn es sich dabei auch noch um internationale Verflechtungen in rechtlichen Grauzonen handelt. Trotz dieses umfassenden Mainstreams, der so ein bisschen lecker aufs Land geht und im Grunde das Unwichtige zum Wichtigen macht, hat sich gelegentlich auch schon mal eine Fehlfarbe in die Nachtnische hineingeschmuggelt. Um solch ein seltenes Nischenprodukt handelt es sich bei den zweiten Preisträgern, über die ich kurz reden möchte. Der Film ist im Grunde eine publizistische Antithese zum gängigen, grassierenden Mainstream der sogenannten schönen Information. Schöne Information ist ein Genrebegriff, der mittlerweile überall angewendet wird. Was wir haben, ist schmutzige Information, vielleicht auch das Katzengold der Erkenntnis. Man soll ja nicht über die zweite Ebene reden bei so einer Laudatio, das geht vielleicht noch am Rand einer EPD-Kritik, aber trotzdem will ich es tun, weil ich das zu einer besonderen Form dieses Films sehe. Man lernt en passant, wie Politik funktioniert. Den Autoren gelingt es, bei diesem Thema der Steuervermeidung ganz klar zu analysieren, wie ein eisernes Dreieck, nämlich der Politik, aber auch der Beratungskonzerne, der Wirtschaftslobby, Hand in Hand arbeitet, um diese Politik durchzusetzen, der Steuervermeidung. Und das Wunderbare daran ist, dass es griffige, alltagsnahe Beispiele gibt, abgesichert mit guten Dokumenten und echten Experten. Und das Ganze ist verpackt in eine leise, zugkräftige Dramaturgie, die einen langsam in einen Erkenntnissog zieht. Und alle, die behaupten, es soll immer unterhaltsam sein, können vielleicht auch daran erkennen, dass sogar mehr Lernen unterhaltsam kann. Und dann verglichen mit den gerade aufmontierten Junkfood-Check-Sendungen, die für Wirtschaftsjournalismus stehen sollen, zur besten Zeit gesendet, ist diese Spitzenstory der beiden Kollegen insgesamt 3 Sterne Wirtschaftsjournalismus. Ich möchte Sie nicht weiter mit Details zum Film hier beglücken, sondern Ihnen empfehlen, Mitte Januar die aktualisierte Fassung zu schauen. Das ist auch ein Zeichen dafür, dass man offenbar erkannt hat, dass es hier um Relevanz geht. Aber wir kommen zu dem kleinen Song am Anfang. Aus meiner Sicht gibt es einen anderen zentralen Punkt, der dieses Ausnahmestück mit einer Ausnahmequalität zeigt. Es gilt der unterschwellige Grundsatz, less is more, weniger ist mehr. Man hat fast den Eindruck, die Autoren würden so ein bisschen auf Bauhausspuren wandeln. Die Autoren beherrschen die Kunst der Einfachheit. Das hört sich simpel an und vielleicht unverständlich, aber sie belegen, dass man im Grunde die Lippenbekenntnisse der Programmverantwortlichen dementieren kann, die sagen, sowas kann man gar nicht senden. Es ist viel einfacher, lecker aufs Land Lyrik zu senden und deshalb ist es so wichtig, dass es hier exemplarisch zeigt, dass es geht. Ein komplexes, aber hochrelevantes Thema wird nachvollziehbar präsentiert und ist damit ein Ausnahmestück in dieser Serie. Bertolt Brecht hat mal gesagt, was ist das für eine Zeit, in dem das Gespräch über Bäume schon fast ein Versprechen ist. Bezogen auf die Medien könnte man sagen, wir hören permanent Geschichten über die kalte Progression, den ein oder anderen kleinen Anteil im Steuersystem, was geändert werden muss und junge CDU-Leute sind schon Revolutionäre, wenn sie die Steuerpolitik thematisieren. Aber über die Fluchtbogen der Steuerpolitik gibt es wenig, es ist zu komplex. Und der Reiz der beiden Autoren ist, dass sie dieses komplexe Thema dekonstruieren. Dekonstruieren auch, wenn das heute kaum mehr denkbar ist. Am Donnerstag hat der Bonner Ökonom Martin Hellwig etwas Ungewöhnliches gesagt. Zitat, Deutschland hat die Finanzkrise nicht aufgearbeitet. Der Satz geht einem schnell von den Lippen, aber man sollte doch mal drüber nachdenken, nicht aufgearbeitet. Solche Filme leisten einen erheblichen Beitrag, dass dies nicht weiter unterbleibt. Medien und Politik hätten versagt, sagt dieser Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut. Hellwig hat die gesamte Misere der Finanzpolitik in ein plastisches Bild getaucht, in dem er sagte, und das gilt natürlich auch für die Steueroasen, Zitat, früher glich der Bankensektor einem Lastwagen, der mit 150 Stundenkilometern in einen Tunnel fährt. Heute gleicht der Bankensektor einem Lastwagen, der mit 140 Stundenkilometer in einen Tunnel fährt. Das Gleiche gilt für die Steueroasenfrage und das, was die Kollegen
aufgearbeitet haben. Jan Schmidt und Frank Konopatzky natürlich mit der extrem durchsetzungsfreudigen und durchsetzungsfähigen Petra Nagel im Kreuz, das muss man sagen, haben mit ihrer Story Licht in diesen dunklen Steuertunnel geflutet. Dafür gebührt ihnen so das Votum der Jury der Otto-Brenner-Preis für ihre Ausnahmedolmetscherleistung im Wirtschaftsjournalismus. Fiat Lux und Gratulation. Jan Schmidt und Frank Konopatzky, herzlichen Glückwunsch nochmal. Sie haben ein hochkomplexes Wirtschaftsthema in Angriff genommen. Wir haben es gerade gehört, solche Themen gelten bei Programmmachern ja häufig als Quotengift. Sie haben es dennoch gewagt. Wie schwierig war das bei Ihnen, das durchzukriegen? War eigentlich gar nicht so schwer. Ich muss auch eine Lanze für die Programmmacher oder für die Programmverantwortlichen brechen. Wir sind da schon, wenn wir so ein Thema vorschlagen und dann mit der Wucht dahinter, doch der Überzeugung oder dem Überzeugungston, dass da viel drin steckt, das heißt, man muss ein bisschen vorher recherchieren, dann kommen wir dann mit der gebührenden Präsentation dann schon auch durch. Und das finde ich auch klasse, dass wir solche Stücke machen können. Erstaunlicher fand ich eigentlich hinterher, dass die Diskussion dann groß war, als das Stück gelaufen ist, der Film gelaufen ist, weil er doch ziemlich viele Zuschauer gefunden hat, was uns natürlich gefreut hat, dass dann das Rätselraten groß war, warum man mit so einem trockenen Thema dann doch so viele Zuschauer finden kann. Das fand ich natürlich gut. Ich glaube, für diese große Kunst werden Sie heute Abend hier auch ausgezeichnet, dieses sehr komplexe Thema sehr anschaulich, sehr klar darzustellen. Was war Ihre Ausgangsidee? Wie wollten Sie sich dieser Geschichte nähern? Ja, das war jetzt wiederum nicht so leicht, weil man muss einfach Geschichten finden. Wir sind eben beim Fernsehen, wir können nicht so eine Geschichte einfach mal hinschreiben oder dann wie auch mit Fakten belegen, sondern wir müssen eben Bilder finden und wir müssen eben auch dahin reisen, wo die Leute sitzen und wir müssen dann eben nicht nur ins Faktenstudium gehen, sondern eben auch gucken, wie machen wir das erzählerisch anschaulich. Das ist dann ein Gemeinschaftsprodukt gewesen. Nadja Ulit, die Bildrechercheurin, sitzt hier, hat einen großen Anteil daran, dass wir auch schöne Bilder gefunden haben. Wir haben auch einen Regisseur gehabt, der uns geholfen hat, Bilder umzusetzen. Petra Nagel hat einen großen Anteil daran, an der Dramaturgie, wie man solche Geschichten macht. Und ganz, ganz wichtig, Kirsten Becker als eine ganz großartige Cutterin, das wollte ich nochmal sagen. Applaus für die Cutterin. Also bei diesen Zahlen stockt einem wirklich der Atem, wenn man das sieht. 1 Billion Euro, die jährlich an den Finanzämtern vorbeigeschleust wird und mit der die Probleme in den europäischen Krisenländern ja eigentlich leicht gelöst werden könnten. Waren Ihnen diese ungeheuren Dimensionen dieser Steuervermeidungsindustrie schon klar oder hat sich das alles erst im Laufe Ihrer Recherchen enthüllt? Das hat sich erst im Laufe der Recherchen enthüllt und ich kann auch nur sagen, dass man so im Laufe der Zeit dann einfach so eine... Es paart sich so Unverständnis und Empörung miteinander. Also Unverständnis, wie es möglich ist, dass solche Summen, dass ja, öffentlicher Haushalt auf solche Summen verzichten. Und wie ist es möglich, dass die Politik sich sowas bieten lässt. Und Empörung einfach, dass dagegen nichts unternommen wird. Mhm. Das zeigt der Film auch sehr eindrücklich und irgendwie auch sehr deprimierend, wie hilf- und tatenlos die Finanzpolitiker dieser gigantischen Steuervermeidungspraxis gegenüberstehen. Ich finde, in den Statements von Steinbrück und Schäuble wird das immer wieder sehr deutlich. Welchen persönlichen Eindruck hatten Sie in den Gesprächen? Die sitzen da, zucken mit den Schultern so ein bisschen. Ja, ich finde es bezeichnend, wenn man Herrn Schäuble zuhört. Also er erklärt eigentlich nachvollziehbar,
wie schwierig das ist, aber da kann man eigentlich als Politiker nicht stehen bleiben. Also das heißt, ich habe jetzt dieses Interview nicht geführt, aber trotzdem hat es mich beeindruckt, wie einem so quasi jedes Mal der Wind aus den Segeln genommen wird, wenn man dann fragt, ja, aber so, wie soll es denn gehen? Und da ist wenig Impetus, was zu ändern, glaube ich. Ich glaube auch nicht, vielleicht wollen Sie die Frage auch noch stellen, aber dass sich jetzt großartig was ändern wird, weil es ist halt so eine Hydra, die schneiden irgendwo einen Kopf ab und dann kommen zwei neue und deswegen wird es sehr schwierig, zumindest sozusagen das Verschieben von Einnahmen durch die Großkonzerne zu verhindern. Also die persönliche Steuerflucht, glaube ich, da hat man ein größeres Interesse. Ja. Vielleicht zu Herrn Schäuble ganz kurz noch, weil ich mit ihm ja gesprochen habe. Ich glaube, er sieht schon das Problem, aber er hat auch großes Verständnis auf der anderen Seite für die Konzerne, die dann eben auch versuchen, es ihren Aktionären recht zu machen. Das kam in den Interviews schon auch raus. Und ich glaube, so ein Verständnis darf man dann an der Stelle als Politiker nicht haben, wenn man wirklich den Nachdruck hat, da was ändern zu wollen. Und wir beobachten das weiter. Wir wollen auch dem Thema weiter treu bleiben und da auch Herrn Schäuble auf die Finger gucken. Er tut jetzt ein bisschen was, muss man sagen. Wir gucken, ob das dann auch hilft. Vielleicht noch eine Anmerkung. Vor 4 Tagen ist, in dem Film kommt ja auch Dolce & Gabbana vor. Und die sind also vor 4 Tagen durch den italienischen Kassationsgerichtshof vom Vorwurf der Steuerhinterziehung endgültig freigesprochen worden. Das Urteil ist also rechtskräftig. Okay, sind also durchgekommen. Also vorher Urteile kassiert, muss man sagen. Mhm. Das heißt, man kann gut damit wegkommen, wenn man Steuern vermeidet oder hinterzieht. Mhm. Umso wichtiger, dass Sie weiterhin Filme darüber machen. Vielen herzlichen Dank. Jan Schmidt und Franco Lopatzky.